Länger drücken ist das Ding. Und die nächste Fackel. Bisschen Fackel auf. Die ewige Fackel auf. Okay, die Axt können wir nicht mitnehmen. Ja, genau so, aber noch ein bisschen nach dort. Oh, die brennt noch. Sieht ganz so aus, als hätte jemand fertiggebracht, was dir nicht gelang. Die Spinne ist nur mausetot. Oh, Annie, wo bist du hier nur gelandet? Okay. Fackel anzünden, die Spinne anzünden können wir nicht. Aber wir brauchen eine Fackel hier unten. Und wir schaffen es hier hoch. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Mhm. Death Counter 1. Kommen wir eh nicht durch. Ah, es hat aufgehört zu regnen, deshalb halten die Fackeln länger oder was. Nein. Das ist kein besonders netter Geselle. Wir müssen uns hinter ihm verstecken. Ah, okay, verstehe. Verstehe, wie das funktionieren könnte. So nicht. Die nicht so netten Gesellen hier erstmal ablenken. Und hier unten verstecken. Das ist kein besonders netter Geselle. Okay. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib Acht. Das ist kein so besonders netter Geselle. Ich habe ja Audiobug Nummer 2. Okay, hier verstecken bringt glaube ich nichts. Hier hochzugehen auch nichts. Das ist kein besonders netter Geselle. Gib okay, Acht. Wie werden wir ihn los? Vielleicht könnten wir den irgendwie was hinbekommen von hier hoch. Von oben was zu werfen. Das muss ja auch von unten gehen. Dann hier hängen. Leise, leise, kleine Abby. Wer die Spinne erschlug, zögert bestimmt keinen Atemzug. Sehr schön. Schau an, der Direktor, ist er sich für den Wald nicht viel zu fein? Und mit wem tuschelt er im Unterholz dort insgeheim? Oje, es ist Honda, der grausame Räubersmann, der gerade schon die riesige Spinne bezwang. Ihr bekommt euer Gewicht in Geld, wenn mir mein Abby wieder in die Hände fällt. Ausgebüxt ist das kleine Stück, bringt sie mir verdammt nochmal zurück.
Der Direktor redet eindringlich auf Tonda ein, doch der lacht nur und kippt seinen Wein. Denkt nur an den Bären, den wir damals... Das Gewicht in Geld ist gar nicht mal so viel. Das wird uns bei kleinen Mädchen ja erst recht. Nicht für den Finderlohn. Direktor, halte unsere Belohnung schon mal bereit. Weil selbst wenn du 100 wiegst. Wir bringen deine kleine Abby schnell zurück. Und dann, Männer... 100 Euro sind nicht, das ist nichts, was womit man... Ich gebe dir so viel Geld, wie du wiegst. Ja, das ist... Ich meine, der ist ein starker Mensch, der wird schon 80, 90, 100, wird er schon... Söldner und Räuber sammeln sich um Tonda in Scharen. Kampfgewicht haben. Die Wölfe sind die erbarmungslosen Barbaren. Ihr Anführer ist riesig wie 2 und stark wie 5. Aber selbst 100 Euro sind doch nichts. Ohne dass er auch nur die Nein, müssen rennen. Geschäftig gehen die Banditen ans Werk. Eine wahre Festung wollen sie hier errichten. Gleich einem Berg. Okay, wie sollen wir das schaffen? Ah ja, hier. Als ob das die nicht hören. Wir sehen... Schnell weg! Die kriegen uns! Hast du nicht zugehört? Die Burschen sind gefährlich! Ich wollte rennen. Okay, müssen wir uns dann vorbeischleichen. Vorsichtiger sein. Schön. Die Sägemechanik hier. Nicht gut. Ist offensichtlich blind. Okay, hier nicht entdeckt werden. Aber hier werden wir entdeckt. Direkt in seine Arme bist du ihm gelaufen. Aber wie sonst außen rumgehen können wir nicht. Außen rum geht wohl schwerlich. Warten, bis er fertig ist, oder was? Und jetzt an ihm vorbei. Wir können nur nach vorne und nach hinten. Er bleibt da sitzen. Da schläft einer. Wie kommen wir da vorbei? Aha. Achtung, das wird wehtun. Was machen wir mit dem da oben? Aua, das sah schmerzhaft aus. Okay, er denkt, das war er.
Alles klar. Schwere Muskeln sind nur eine Last, wenn du nicht allzu viel im Kopf hast. Jetzt können wir hier vorbei. Sehr schön. Weiter K.O. Und weiter geht's. Ist man erst dem Tod entflohen, glaubt man sich des Lebens froh. Was, Abby? Doch dein kurzes Glück vergeht mit einem Lidschlag. Vor dir siehst du nichts als Dickicht. Wo ist sie denn nun, deine schöne, wunderbare Welt? Tief im Sumpf schlummert die Gefahr. Tja. Gib Acht. Die Welt ist nicht nur schön. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt, Abby. Die Welt hat doch auch Gutes. Wer leben will, muss manchmal über Leichen gehen. Scheint, als würde der Strick dir langsam schon gefallen. Das habe ich gewusst. Ich will es noch ausprobieren. Riechst du den fauligen Geruch des Todes? Auch das ist die Welt. Das Lächeln sagt oder was? Ah, okay. Jetzt können wir den hier. Können wir den nach hier ziehen? Sehr schön. Ich wollte den Schinken mitnehmen. Nicht? So. Na dann. Da hängt einer. An den Marionetten. Seilen. Ach du Schreck. Honda und seine Bande. Lauf, Abby. Lauf um dein Leben. Ich lauf, ja. Ich lauf wie wild. Du kannst uns nicht entwischen. Das werden wir ja sehen. Okay. Hier willst du überleben. Aber ist der Honda und der... Die anderen Bösen sind das nicht auch seine. Ich erzähle das mal netten. Räuber mehr das Mädchen. Doch jede Rettung fordert ihren Preis. Kapitel 2 abgeschlossen. Ah, okay. Kapitel 2 war ein bisschen länger als Kapitel 1. Akt 3. Die Stadt. Von Tondas tobenden Räubern ist zwar nichts mehr zu sehen, doch spürt Abby, wie ihre speerhaften Blicke sie erspähen. Und haben solch schreckliche Räuber erst einmal Blut geleckt, gibt es wohl keinen, der sich allzu lang vor ihnen versteckt. Immer ein bisschen in den Pfütze. In die Pfütze hinein. Hops, hops, hops. Ein bisschen planschen. Leider kein Planscheffekt. Schade. Keine Rettung. Oha. So sehr sich Abby hasst, eine wundervolle Aussicht. Zu schwer die Freiheit auf ihren Schultern lastet. Fröstelnd, hungernd und zerlumpt, läuft sie sich die Füßlein. Also muss ich schon wirklich sagen, hier, wenn wir das, uns das hier angucken, also Mixed Vision Games, ich weiß, das eine ist von Kaleidoscope, habe ich schon vorhin am Anfang verwechselt, habe ich schon gesagt, eigentlich schon mit Fallo und CS verwechselt, habe ich schon gesagt, das eine ist von Kaleidoscope, das andere ist von Okomotive, aber auch die anderen Spiele, die, also dieses Minute of Islands oder
oder Ande, was jetzt 2022 rauskommt. Also die Mixed Vision Games, die haben, machen wir hier einen Screenshot, die haben alle irgendwie was Künstlerisches auch noch mit dabei. Irgendwie, jetzt kannst du alles so, diese Landschaft, die hat alles, kann man sich alles auch als Gemälde anschauen. Und ein Screenshot macht doch mal genug Freude an das auch. Abby an den Dorfesrand verschlagen. So zu sehen. Unter deinesgleichen muss man doch Mitleid haben.